Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurer Fritzbox den DHCP-Server anpassen könnt, als Beispiel IP-Adressbereiche oder ähnliches. Zunächst gehen wir auf unseren Browser. Dann geben wir einmal unsere IP-Adresse der Fritzbox ein. In meinem Fall habe ich die schon angepasst, da ich dahinter eine Firewall angeschlossen habe. Melden uns ganz normal an. Und nun sehen wir die Einstellung. Wir gehen zunächst auf Heimnetz. Dann gehen wir auf Heimnetz Übersicht. Und dann auf Netzwerk Einstellung. Hier können wir zum Beispiel einmal die Bandbreite der einzelnen LAN-Ports einrichten und eher andere Sachen. In dem Fall habe ich hier Gastzugang aktiviert, aber im Normalfall ist es irrelevant. Hier sehen wir jetzt IP-Adressen. Und hier ändern wir unsere IP-Adressen. Wir gehen drauf. Und in dem Fall habe ich jetzt der Box eine feste IP gegeben. Und den DHCP-Server deaktiviert, da dies in dem Fall nur als Modem dient und dahinter meine Firewall hängt. Um den DHCP-Server zu aktivieren oder IP-Adressen einzurichten, müssen wir einfach nur auf aktivieren gehen. Und dann sehen wir hier schon, was er hier automatisch einrichtet. Standardmäßig 100 bis 250 der IP-Adressbereich. Kann natürlich angepasst werden, je nachdem, wie man es halt gerne haben will. DNS-Server nimmt er immer die Fritzbox selbst. Und in der Fritzbox sind dann halt ganz normal nochmal DNS-Server hinterlegt, wie zum Beispiel der vom Anbieter oder der 888 und 8844 von Google. In dem Fall können wir das aber erstmal ignorieren. Und hier haben wir noch die Leases der einzelnen IPs. Als Beispiel, nach 10 Tagen werden die released. Genau. Und in meinem Fall wird das nicht benötigt, da ich der Firewall und und der Fritzbox eine feste IP gegeben habe. Genau. Nachdem man das angepasst hat, startet man am besten einmal den Switch oder ähnliches, was man hinten an der Fritzbox hängen hat, neu. Da es 1 bis 2 Minuten dauern kann, bis er die neue IP bekommt, oder indem man halt den PC neu startet, da kann man es schneller mit realisieren, dass die neue IP vergeben wurde. Genau. Und am Ende dann nur noch auf OK. In meinem Fall drücke ich nicht drauf. So, das war's jetzt schon wieder. Ein paar Fragen unten in die Kommentare und einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!